Herzlich willkommen zurück zu City Skylines in Neferil. Mal gucken, was hier so abgeht. Ansonsten ist hier an Beschwerden nichts zu sehen. Auch hier läuft es noch immer. Ich habe jetzt den Farbfilter drin. Ich mache eigentlich in einer Videonachbearbeitung noch einen Farbfilter rein. Ihr werdet vielleicht gar keinen Unterschied sehen, weil der Farbfilter relativ ähnlich meiner Videobearbeitung ist. Das spart mal einen Schritt in der Videobearbeitung. Von daher dürftet ihr da nichts merken. Und ich habe ein paar Sachen runtergeladen. Und zwar haben mich ja schon die ganze Zeit die Dinger hier gestört. Und ich sehe gerade, das Spiel läuft gar nicht. Ich war gerade verwundert, dass sich die Dinger nicht drehen hier. Zum einen haben wir hier schon wieder einen riesen Stau, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich da noch eine Abfahrt machen. Damit die Leute, die wollen alle links. Und dann geradeaus. Ach ja, ich habe noch eine Mod installiert, glaube ich. Habe ich sie installiert? Ist sie installiert? Ah, ich kriege jetzt alle Tipps, weil ich meinen PC ein bisschen, was ich mein PC verabschiedet hatte. Ich glaube, ich muss noch mal ins Hauptmenü. Moment, ich gehe noch mal ins Hauptmenü. Weil das hätte ich gerne aktiviert. Eigentlich. Ich wollte ins Hauptmenü. Das hätte ich eigentlich gerne aktiviert. Das machen wir jetzt eben. Einfach so. Dann seht ihr auch, was ich vielleicht noch runtergeladen habe. An Objekten habe ich noch ein paar Straßen runtergeladen. Hier, das sind diese Farbfilter. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein paar Müllsachen, Farming Building und so Kleinkram auch. Aber am wichtigsten ist eigentlich so eine fancy Metro Station habe ich runtergeladen. Hier so einen krassen Straßenkreisel, falls wir ihn noch brauchen. Hier sowas, der Large Clarifier. Das ist halt ein Wasserreinigungssystem. Die habe ich mal ausgemacht, weil die sind relativ uninteressant. Die sehen auch nicht so spektakulär aus. Das sind so Solarcover gewesen, die waren kacke. Okay, Mods. Hier müsste irgendwo... Hier, der Traffic Manager. Es gibt Straßen, da machen Ampeln keinen Sinn. Und ich werde sie ausmachen. Ja, so wird es sein. Dann fahren die Autos zwar grafiktechnisch ein bisschen ineinander teilweise, weil sie das nicht gewohnt sind. Also die Engine ist das nicht gewohnt. Dafür ist die Engine eigentlich auch nicht gemacht. Aber der Verkehr läuft besser, weil einige Ampeln sind halt echt mega unsinnig. Und die sind dann nur da, weil man halt die Straße benutzt hat, wo eine Ampel schon mit integriert ist. Es gibt zum Beispiel Kreisverkehre mit Ampeln. Und das muss nicht sein. Ich sehe gerade, ist diese Unschärfe wieder an? Ja. Die machen wir mal aus. Ja, alles hat sich hier verstellt. Ich hoffe, dass das alles passt. So, die Unschärfe ist weg. Sehr schön. Okay. Hier ist jetzt der Traffic Manager. Switch Traffic Lights. So, das haben wir jetzt angemacht. So, der ist ja oben jetzt. Ist hoffentlich nicht so störend. So, muss ich da jetzt... Wo haben wir denn Ampeln? Damit ich das noch einmal testen kann. Da stehen ganz viele. Hier scheint es Ampeln zu geben. Nee. Hier sind keine Ampeln. Vielleicht sollte ich hier einfach nur mal grundsätzlich... Da sind Ampeln. Nur mal grundsätzlich, einfach mal, aha, okay, ich muss das anmachen. Und dann können wir hier zum Beispiel Ampeln hin oder nicht hin machen. Was ist hier los? Hier sind keine Ampeln, hier ist einfach nur so Terror. Und mal gucken. Ich werde dann einige große Straßen bauen, also einige Straßen noch aufstocken. Weil wie man sieht, habe ich eigentlich schon gespart mit Ampelstraßen. Ich dachte auch eigentlich, das wäre mehr. Aber ich bin gerade überrascht, dass das doch so wenig ist. Ich bin positiv überrascht vor allem. Ich sehe gerade keine Ampeln, die mich jetzt stören würden. Ist hier eine Ampel? Nee. Doch, da. Macht das hier Sinn? Machen wir sie mal weg. Ich meine, die crashen sich ja nicht. Die bauen ja keine Unfälle dadurch. Hier, weg. Sollen sie halt mal aufpassen. Das ist eine kleine Nebenstraße. Da müssen sie halt mal selbst aufpassen, wo sie langfahren. Da fahren jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele lang. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
So. Und hier ist es aber auch nicht so staunend eigentlich. Eigentlich ist es hier uninteressant, das zu tun. Wo ist Hosistan? So, so rum ist meine Karte. So. Oder sagen, hier sind überall Ampeln. Die müssen alle weg. So. Die Ampeln sind so sinnlos in einem Kreisverkehr. So. Hier auch. Oh, da nicht. Da, da, da und da. Hier auch noch. So. Das ist ein verdammter Kreisverkehr. Da gehören halt nun mal keine Ampeln hin. Genau wie hier eigentlich. Ja, obwohl, ja, das ist eine krasse Kreuzung. Da könnte man, da kann man es akzeptieren. Genau wie hier. Da kann man es akzeptieren. Ja, hier auch. Hier auch, obwohl hier ist eigentlich sinnlos, weil... Ah, ist das so sinnlos? Weil es sind ja Einbahn... Na, hier die, ja, hm. Hier ist es auch sinnlos. Man muss halt auch ein bisschen Realismus betrachten. Hm. Weil die meisten fahren hier halt geradeaus. Ich glaube, die Autos geben sich schon Mühe, sich nicht allzu krass zu crashen. Ja, die bremsen ja sogar. Ja, passt schon. Wenn die sich jetzt mega ignorieren würden, wäre das vielleicht ein bisschen schlimmer und würde schlimmer aussehen. Aber es geht ja alles klar. Was ist hier? Hier ist auch legit, dass hier eine Ampel ist. Okay. Und dann wollten wir uns diese Folge noch darum kümmern, dass noch ein paar U-Bahn-Stationen hier irgendwo hinkommen. Sind hier auch Ampeln? Nee. Okay. Weil wir haben ja gesehen, Disable Despawning ist auch cool. So. Haben wir vielleicht ein bisschen Verkehr gerettet hier in der Stadt. Vom der Kreisverkehr hier wird jetzt wahrscheinlich viel besser sein. Ist auch krass, was hier so vorbeifährt, ne, an Autos. Das ist schon mega. Ist die Abfahrt jetzt knüllevoll? Was ist da los? Ist da eine Ampel? Nicht mal, aber vielleicht sollte man hier noch eine Abfahrt machen für die Autos, die rechts fahren wollen. Obwohl, die fahren ja eh dran vorbei. Alle wollen links. Vielleicht sollte ich hier einfach nur eine Straße verbessern, oder? Was haben wir denn hier? Eine zweispurige... Sowas hier. Vielleicht sowas machen? Macht das Sinn? Jetzt sind ja natürlich wieder Ampeln, aber... Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn... Ja doch, so nach einer Autobahnabfahrt kann man das gerne mal tun, oder? Was ist denn, wenn wir jetzt hier die Ampeln ausmachen? Und da auch? Ist hier Chaos pur, oh mein Gott. Ah, aber sie crashen sich nicht. Das finde ich gut. Ich dachte, das wäre schlimmer. Würde es in echt wahrscheinlich nie geben. Aber in Nefril ist das möglich. Einfach nur, damit die ein bisschen wegkommen. So. So eine Lärmstraße dahin. Also eine Lärmschutzwand dahin machen. Dann sind jetzt hier einige... Oh Gott, ja, ist ja gut. Wahrscheinlich kann ich hier jetzt auch alle durchklicken und kriege für jeden nochmal eine Erklärung. Geil. Moment, einmal alle durchklicken hier. So. Ist ja schrecklich. Super. So. Jetzt malen wir hier wieder ein bisschen hin, weil wir ja durch die Straßen hier einiges verloren haben. Warum ist das Strom weg? So, ich hatte ja auch mit den Wasserdingern gesagt, ne? So, ich habe neue Wasserdinger. Und zwar haben wir hier einmal das hier, eine Large Water Pumping Station. Die ist deutlich größer. Was das ist, weiß ich gar nicht. Sewage Purification.
Takes away 100% of the pollution from sewage. Also das reinigt das Wasser wohl krass. Lass mal ausprobieren. Gefälle zu steil. Hier kann's hin. Warum was mal ausprobieren? Das braucht Worker, hat er gesagt. Wie soll ich denn Worker hier hinkriegen? Und Strom. Aber einiges. Ort ist bereits belegt. This? Ich möchte das einmal angucken. Was ist denn das? Abflussrate 160.000. Kann es sein, dass das Ding zu krass ist? Ich weiß ja nicht. Vor allem, dass da steht requires workers. Ja, tut's irgendwie nicht. Weil es worked, ja. Ich weiß nicht, warum es da stehen hat, wir lassen es mal stehen. Ich finde das hier mit dem Oh, warte mal. Kann das da nicht. Wenn ich das verbinde. Und das wegmache. Geht das klar? Das geht klar. Genau wie ich das da wegmachen kann. Schön. Sewage ist Abwasser. Also ist das so ein Abwasserreiniger? Okay. Bin gespannt, ob das was bringt. Theoretisch können wir dann die Dinge abbauen, weil die sind ja echt schon hässlich. Und eigentlich wollte ich mich ja um Autobahnen kümmern. Um U-Bahn, ist ja egal. So, was habe ich denn hier noch? Auf jeden Fall habe ich das Ding. Ja, das ist ja die große, die wir eh haben. Aber wir haben jetzt sowas hier. Und davon möchte ich mal ein paar bauen. Weil die deutlich platzsparender sind und deutlich von der Leistung her krasser sind. So. Ich würde es mega Stress mit dem Wasser geben. Aber ich möchte die Dinger hier bauen. Weil die hübscher sind einfach. Und das Auge spielt ja auch mit, ne? Und so ein Ding kann man auch bauen. Das ist nur leider ein bisschen lauter. Hier, das sieht so aus. Ich möchte einmal... Leider sind bei Mod-Sachen die Wassersachen... Also so Wasser ist nie animiert. Aber an sich kann man das Ding auch benutzen. Also, ist schon krass, was es an Mods gibt. So, das schließen wir mal hier an. Und Strom brauchst du auch. Ja, hier unten ist ja noch nichts zivilisiert. Ach, weißt du was? Draufgeschissen. So, wir müssen die Dinger hier noch mit Wasser anschließen. Oder ans Wasser anschließen. Damit wir da... Ich glaube, man sieht auch keine Animation bei den Dingen. Also sieht man ja bei denen auch nicht, aber so an sich dürfte nicht sein. Die sind viel hübscher einfach. Es gibt auch Pumpen, die Grundwasser abpumpen. Also, oh Gott. Jetzt sind nicht die Pumpen so krass, dass die mir den Fluss hier leer pumpen. Alter! Die Dinger funktionieren nicht mehr. Oh, krass. Okay, ich glaube, einer hätte gereicht. Oder zwei. Aber der lutscht mir ja alles weg. Oh, das ist aber krass.
Aber der hat mir gerade alles weggelutscht hier. Die Dinger funktionieren nicht mehr. Da muss ich hier fast einen Staudamm hinbauen. Was ich eigentlich eh machen könnte, weil... Wir gucken mal. Wir machen nächste Folge, machen wir dann auch wirklich... Ne? Das, was abgemacht war. Nicht hier so einen Staudamm hinbauen. So. Der beim letzten Mal nicht funktioniert hatte und jetzt auch wieder nicht funktioniert. Mit Hilfe der gewaltigen Wassermengen, die durch den Damm strömen, wird Wasser erzeugt. Ja, jetzt strömt da gar nichts mehr. Oh. Muss ich den andersrum bauen? Nee, im Normalbetrieb. Ah, okay. Reguliert sich das jetzt wieder, oder? Oder was ist los? Die Dinger hier, drei in den Männern, haben mir alles gerade leer gelutscht. Das war zu krass. Wenn ich jetzt hier... Ah, Mist. God damn it, das ist falsch rum. So, nochmal. Vielleicht wollen ja ein paar hier schon abfahren. Ich dachte gerade, das wäre ein Fahrradfahrer. Reguliert sich das jetzt oder ist das zu krass? Schaffst du's, Wasser? Nee, ich glaube, das ist zu krass. Fließe! Hui! Fließe? Wasser, du kannst wieder. Du kannst. So. Dann packe ich hier noch einen dicken... Oh, nee. Ah, der ist zu laut. Na komm, der kommt hier hin, aber weh, du lutscht mit dem Fluss leer. Das war echt überfeierlich, was du da gerade gemacht hast. Da guck mal, Flump. Leer. Na gut, mach dir mal. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Oh Gott. Das ist einfach zu heftig. Ich habe einen davon gebaut und dann können eigentlich zwei davon schon fast weg. Nein. Außer Betrieb. Für was wart ihr eigentlich da? Ihr seid eigentlich schon nutzlos, oder? Nee, ihr habt das bestromt. Aber das kann auch schon weg. Eigentlich seid ihr nutzlos. So. Eigentlich seid ihr nutzlos. So.
So. Ihr wart sowieso nutzlos. Von daher. Gut, was haben wir jetzt genug? Im nächsten Part dann, versprochen. Was ich aber eben noch mache, ist hier die Abfahrt. Na. So. So. Nein. Nein. Kriege ich jetzt keine Kurve andersrum hin? Das macht keinen Sinn. Aber ich sehe gerade, das hat sich gerade alles reguliert. Was ist hier los? Hier sind auch überall Ampeln, die noch weg müssen. Das mache ich noch eben. Sinnlose Ampeln. So. Deswegen hängt das hier auch ständig. Und hier fährt auch nie einer lang. Deswegen können die Ampeln hier auch weg. So, dann staut sich das hier nicht mehr. Hier ist ein bisschen sinnig. Hier auch. Aber es staut sich ja alles nicht mehr, weil die ja jetzt hier freie Fahrt haben. Jetzt staut es sich hier hinten. Ist hier eine Ampel? Kann auch weg. So. Warum fahren die hier lang? Okay. Hier ist eine Ampel, die weg kann. So. Was ist hier los? Da sind noch Ampeln, die weg können. Die fahren im Kreis? Sehe ich das gerade richtig? Na, ist egal. Sollen sie machen. Wir sehen uns im nächsten Part von City Skylines. Wenn wir uns dann endlich den U-Bahn widmen, damit vielleicht auch weniger mit dem Auto fahren. Man weiß es nicht. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.